Topfgucker TV empfiehlt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Wir pressen hier Leinöl aus regionalen Biosaaten. Das ist die Lirina-Sorte, eine Ursorte. Samenfest aus Deutschland. Und neben dem Leinöl, das wir hier uns anschauen können, entstehen andere hochwertige Stoffe, wie diese Leinpresskuchen, aus denen wir recht gut schmeckende Brownies backen. Und der Vorteil ist, dass die Brownies auch noch glutenfrei sind und gesund. Was wir hier machen, haben Sie schon gesehen. Wir pressen frische Öle aus regionalen Biosaaten. Aber unser Ziel ist es nicht nur Öle zu pressen, sondern 100% zu verwerten. Was Sie hier sehen, das ist Leinsamen. Der Leinsamen wird ausgepresst, dann entstehen diese wie Hundeleckerli aussehenden Würstchen. Das sind Presskuchen oder Pellets. Und diese Presskuchen oder Pellets werden gemahlen zu Leinmehl. Dieses Leinmehl ist die Basis für unsere Brownies. Das heißt, die sind glutenfrei, werden dadurch richtig schön knatschig, möchte ich fast sagen, und schmecken einfach wunderbar. Mein Name ist Frank Besinger. Das ist meine Frau Sabine. Und wir betreiben gemeinsam diese Ölmühle und wollen Ihnen heute eins unserer Lieblingsrezepte zeigen. Und das ist aus dem Leindotteröl gemachte vegane Mayonnaise und einen Gurkensalat mit Leindotteröl. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.